So, weiter geht's mit The Last of Us. Lass Beim sie nicht Damm. ins Gebäude! Ja, Ich erstmal gehe kurz sicher durch. gucken. Vorsicht! Was habe ich denn hier noch? Da habe ich auch noch einiges. Gib mir Deckung! Da hockt auch noch einer. Ah, oh, was rennt der denn so schnell hin und her? Ach Markieren. Mensch, das gibt's doch nicht. Will er mich verarschen? Das war aber knapp. Wieso habe ich das denn? Ich habe doch auf den Kopf gezielt. Darf ja nur nicht wahr sein. Das ist doch wohl verarsche jetzt. Immer die gleichen Sprüche. Wenn ich diese Sprüche höre. Hier drüben. Oh man, als Joel, weißt du. Och, jetzt latscht der mir vor der. Oh, müssen die mir im Weg rumlatschen? Das kann nicht wahr sein, echt. Ach nee, der gehört zu uns. Könnt ihr etwas sehen? Wie er da liegt. Da sind sie. Los, schnell zur Brücke! So, ich will noch kurz gucken. Sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Hier gibt's einen Streiter. Euch, bleibt nur. Außer die Karte hier. Sie sind hier, endlich versteck dich. Maria, verdammt. Oh, das, da könnte ich nur gucken, wie die Sau ins Uhrwerk. Da kenne ich nicht viel. Eine Axt ist natürlich sehr schön, aber ich will das jetzt nicht, das aufbrauchen noch. Sprüche immer. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hasse diese Sprüche. Du bist tot, Arschloch! Wie so ein paar Bekloppte. Na, lauf hin. Komm schon. So ein Idiot. Wer hat da jetzt geworfen? Er ist da drüben. Verteilt! Oh shit, er ist da drüben. Da ist er! Vor allem, da ist er. Die interessieren sich nur für mich. Komm schon, da ist er. Ey, wieso ist da jetzt keiner gestorben? Ich glaub's nicht. Da ist er. Oh shit, er ist da drüben. Ach, da bist du, ja Arschloch. Ach, Mann.
Lass dich nur verprügeln, du Vollidiot. Mann, schlag doch zu! Also, weißt du. Wir haben alle erledigt. Waren das jetzt endlich alle? Wie interessant, dass sie immer nur auf mich zugehen. Könnte ich schon wieder. Ich will mir noch die Axt holen da hinten. So. Die ist natürlich effektiver als das Rohr. Oh, was war denn das jetzt? Oh, das ist jedes Mal doch das Gleiche. Das gibt's doch wohl nicht. Na, schafft ihr es mal, den zu erschießen? Gibt's nicht. Also immer muss ich alles erledigen. Och, Mensch. Das sind vier erwachsene Männer und ich muss es allein machen im Prinzip. Also da könntest du doch, da fragt man sich doch. Arschloch, wenn ich das schon da immer höre. Das ist alles nachgeladen. Gut. So, hier liegt noch Zucker, deswegen wollte ich das jetzt noch holen. Na? Kein anderer schießt mal wieder, ne? Das ist so klar. Steht da jetzt Tommy hinter mir? Ja. Tot? Immer noch nicht. Oh, es ist... Guckt euch doch mal an, wo die hinschießen. Die sind nicht in der Lage, einmal zu treffen. Schießt ihr mal hier hinter mir? Keine Reaktion. Also könntest du echt... Ich mach's jetzt einfach so. Na komm. Oh nee! Scheiße! Das darf nicht wahr sein! Oh, ich bin nicht schon wieder stinksauer. Oh, Mensch, geh weg! Du Vollidiot! Steht er mir auch noch im Weg? Bin ich schon wieder wütend? Er wirft die Flasche natürlich nicht gegen ihn, sondern gegen das Ding. Da könnte ich ausrasten. Mann, stirbt er jetzt endlich mal? Oh, immer noch nicht! Das ist doch wohl Verarsche hier. Ich glaub's ja nicht. Und hat natürlich nichts dabei. Das war verdammt knapp. Nee, hier liegt nichts weiter. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein! Gott verdammt! Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun.
Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Da. Da sind Spuren. Na komm. Moment. Ich muss erst mal auskauen. Ich habe nämlich eine Banane gegessen gerade. Ich habe die Pause genutzt. Da ist Ellie abgehauen. Müssen wir sie erst mal suchen. Tja, sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Ja, schön, wenn das Pferd dauerhaft auch so schnell laufen würde wie das von Tommy. Dann muss ich immer wieder drauf drücken, damit er sprintet. Den Part hier mag ich eigentlich ganz gerne mit dem Reiten. Ja, da geht's eh nicht weiter, wir müssen hier mal lang. Komm! Ey, Lieb, was soll das denn bloß? Das werden wir noch rausfinden. Komm! Da, Spuren. Also ich müsste sagen, ich würde dann auch, wenn Tommy mein Bruder wäre, würde ich auf jeden Fall dort leben wollen, dann in der Stadt, wo die sind. Da gibt's Strom, Essen, Schutz, also, ja, wenn ich gerade jemand einbricht. Aber dann ist trotzdem, sind trotzdem welche da, um das zu verteidigen. Geh außen rum. Ich ja, natürlich. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Oh, Scheiße. Das war jetzt knapp. Ich werde dich abfackeln. Wenn ich das immer höre, das ist so nervig. Ich werde dich abfackeln. Ja, vor allem das Arschloch noch hinten dran. Er hat eine scheiß Knarre. Immer diese Sprüche, also. Da fragt man sich doch. Du kannst dich doch nicht ewig verstecken. Will ich doch gar nicht. Oh shit, er ist da drüben. Komm schon. Oh, ist das zu glauben? Ich habe wahrscheinlich zu lange gewartet. Ist er tot? Ja, ihr mit euren tollen Sprüchen. Oh, jetzt war ich erschrocken, Mensch. Ist ja wahnsinnig. Komm, bist du wieder her hier? Mann, stopp endlich. Also, es ist doch wohl. Das waren alle. Ach, das war's schon. Na, Gott sei Dank. Wollen wir mal hier noch das einsammeln, was wir einsammeln können? Kann ich. Ja, super. Ich will auch erstmal noch die anderen Leichen durchsuchen, ob die was haben. Sollte man immer machen, immer alles durchsuchen, ob jemand doch noch was hat fallen lassen.
Oh, sieh einer an. Deswegen, das ist immer besser, dass man das macht. Hier liegt auch noch was rum, perfekt. So, dann wollen wir das andere auch gleich noch nachladen, damit wir Platz schaffen im Magazin. So. Die Ravioli noch. Er hat nichts weiter, wie es aussieht. Gut. So, ich denke mal, ich habe alles. Komm, zu den Pferden. Ich gehe nochmal kurz hier rundherum. Nee, hier ist keiner mehr. Gut, weiter geht's. Ja. Ja. Gegen die Wand. Auch nicht schlecht. Gehen wir. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, das frage ich mich sowieso, wie sie da durchkommen konnte. Also, tja. Sie hat zwar eine Waffe, aber gegen all diese Männer, sie muss ja trotzdem unerkannt irgendwie... Oh, was mache ich denn? Ich dachte, da geht's weiter. Sie muss ja trotzdem dann eigentlich unerkannt durchgekommen sein. Aber das ist auch so ein großes Rätsel, wie sie das geschafft hat. Na los! Oh, so schön animiert hier alles, der ganze Wald. Das gefällt mir richtig gut. Gehen wir. Ja, bei der Ranch. Na unser los. Pferd. Sie muss da drin sein. Wie heißt die Ranch? Kann ich das richtig erkennen? Hidden Pines? Coral? Versteckte Pinien? Nee, Fichten heißt das. Na los. Versteckte Fichten? Sieht sicher aus. Also die Ranch sieht an sich cool aus, wenn sie nicht so verwahrlost wäre. Vorsicht! Ellie? Schachspiel liegt noch da. Aber so an sich finde ich so cool gemacht, diese Ranch. Hier ist noch ein Firefly-Anhänger. Was? Brent Pino? Wenn ich es richtig gelesen habe. Auch diese Küche hier, alles so ganz toll gemacht. Finde ich wahnsinnig toll. Machbar, Ravioli. Zucker. Munition, super. Und mal wieder ein Läppchen. Okay, mal finden wir hier nicht. Ellie! Ich bin hier! Oh, Herrgott. Das würde Ellie gefallen. Comic? Ja, das stimmt. Hier die ganzen Bilder. Oh, alles eingestaubt. Also, oh, ich finde das so klasse hier, wie das alles so aussieht. Echt toll. So, muss noch was sein? Da bricht er gleich die Tür ein. Ich würde erstmal versuchen, ob man auch so reinkommen kann. Ja, wieder eintreten. Okay, weiter geht's. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä?
Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Wo die immer zu herkommen. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Och, Ellie ist jetzt ziemlich traurig. Ich mache jetzt hier auch Stopp. Ja, an dieser emotionalen Stelle, sag ich mal. Man merkt schon, dass sich beide jetzt schon viel bedeuten, auch wenn es Joel jetzt noch nicht zugeben will. Aber er vergleicht sie schon irgendwie mit seiner Tochter Sarah. Und deswegen hat er auch Angst, sie jetzt zu verlieren und will sie sozusagen abgeben. Ja, aber wir sehen in den nächsten Parts, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut!